Okay, ich springe uns mal chillig irgendwo ab. Ja. Alter, mein Interface buggt. Ich kann die Map nicht sehen. Das hatte ich heute schon mal. Ich sehe die Map nicht. Ich weiß nicht, wo wir hinspringen. Manchmal verschwindet auch der Rest vom Interface. Ich springe einfach mal nach Gefühl irgendwo weit weg. Ah, oh, Mirage Voyage ist weg. Das ist echt traurig. Springen wir zu den Gründen von Mirage Voyage. Ah, da sind Gegner. Ja, und die sind früher. Ja. Ich fliege Nach einfach rechts, Trainer, direkt in den Strahl. Oh nein, in den Trainyard, Alter. Ich hasse den Trainyard. Den Der ist der Trainyard? beste Junge, der Trainyard. Kennst du den der Trainyard? Trainyard. Da musst du trainieren. Jetzt sagt da schon der Name. Trainhard im Trainyard. Ui, geil! Eine Mastiff und eine blaue Armor. So lobe ich mir das, Freunde. Let's go, let's go. Digga, du hast auch RNG Jesus geküsst, oder? Ja, ja. Ach, 45, B20, let's get oh, Elster. Ich habe einfach ein bisschen Ammo. Richtig nice, by the way. Ja, können wir, können wir mal richtig. Einfach nur Ammo. Geil. Shotgun Bolt, kein Problem für mich. Nehme ich mit. Ich bin voll erschrocken. Ich klappe mal diese Station ab und dann crafte ich mir direkt ein neues Schild. Das ist schon ganz cool. Muss man sich dran gewöhnen? Also, ist ganz ja, cool. Ja, mir gefällt das auch mega. Ich bin gespannt, wann Contracts kommen. Contracts? Schon ein bisschen, ja, ist schon ein bisschen Copy-Paste von Modern Warfare, ne? Also, das ist jetzt so. Der ist wie Loadout. So ein bisschen. Naja, noch nicht mal ansatzweise. Ich wollte mal sagen, Loadout ist also. Du kannst dir hier nicht irgendwie. Ja, aber in der Art und. Also, ja. Der Stil, ich weiß, was du meinst. Das ist dasselbe wie als Fortnite diese Respawn-Büsse eingeführt ja, hat. Ja, ja. Das war auch einfach die Respawn-Beacons von Apex auf grün so. Das war genau dasselbe. Ach, das haben die danach eingeführt? Das ja, ja. Ja, das haben die danach. Nach Apex-Release okay. haben die das reingeknallt. Und alle so, alle Kiddies so, oh geil ey, endlich Respawn in Fortnite, bla bla. Und wir so in Apex innovativ. Schon seit 10 Jahren, aber okay. Ja. Ist das Kaut mal den Tunnel? Yay. Ach Gott, jetzt brauche ich 5 noch für die nächste Stufe. Wäre geil, wie man, wenn man das so wie bei Modern Warfare teilen könnte. Ah, Geld wegschmeißen, ja, das wäre cool. Ja, das wäre geil, das stimmt. Weil man könnte sich dann so ein bisschen was sammeln. Das wäre praktisch. Da ist ein Volt. Drini. Nee, ist nicht ein Gold, war ein Dings. So, hier. Ah, komm schon. Let's go. Gehen wir Tunnel? Hier ist Heavy. Yo, Sunny! Danke für den Sub. Willkommen im Gaming Club. Ich habe mir so ein Lied gemacht, Gero. Auf den oh Jay-Z-Beat von Dirt of Your Shoulders. Oh, du hast den Vault aufgemacht. Ja, ich habe auf jeden Fall auf den Dirt of Your Shoulders-Beat so ein Gaming Club-Lied gemacht, wenn man Sub raushaut. Ja, ja. Also mit dem Mikro eingesprochen und so tief gepitcht. Gaming Club. Sehr innovativ. Kommt der Sound? Dann? Ja, ja, der kommt. Wenn du einen Sub raushaust, dann kommt der Beat und drauf Gaming Club. Ach du Scheiße. Wieso? Ach du Scheiße, das ist super. Geil. Ja, ja, das ist geil. Das ist einfach nur ganz geil. Viel Mühe gegeben. Danke dir auf jeden Fall. Sunny, für den Sub, willkommen im Gaming Club. Ach, der Dude hat das gemacht. Ja, es hat gerade jemand gesubbt und dann läuft der Sound. Ach cool. Deswegen finde ich immer noch diese komischen Filter, wo du 6ix9ine machst. Sieht so geil aus. Passt einfach so zu dir. Das ist gut. Richtig trashy, Bro. Trash. Alter, ich kann mir noch eine Stufe craften. Lauft vor, Freunde. Oh nein. Ah, nach, ich hab doch ein goldenes. Fällt mir gerade mal auf. Bro. Oh nein, Alter, ich hab kein. Hä? Ich hab keins gepickt. Ups. Ja, du hast mir das schön gepinkt. Und das läuft mit einer weißen Arm herum. Passiert. Ich bin. Du wirst einfach zum Trotzen. Boah, Alter. Kacke. Liebe ist. Ich nehme mir die goldene Armor. Nimmt sich eine weiße Armor. Nein, nein, ich hatte gar keine Armor. Kannst du das von den Ich kack ab. Dass das Geräusch macht, aber du hast es nicht. Ja, ich kenne das. Und dann dachtest du, oh, guck mal, da ist noch ein goldenes. Das überlasse ich meinen Mates. Alter. Ah, Lachkick des Todes. Ein.
Oh Gott, fuck, ey, da tränen mir die Augen vor Lachen. So, dann gehe ich trotzdem nochmal in die Crafting-Station. Hier passiert ja nächste. Ich hole mir jetzt ein goldenes Visier für meine Mastiff. Oh, leck mich am Arsch. Wo ist die Crafting-Station? Hier. Ah, moin. Ja, cool. Lass mir mal ein Terminal übrig. Hier sind natürlich immer drei dran. Ja, aber da ist gar kein goldenes Visier drin. Ich dachte. Mann. Ich habe auch keine gute Waffe. Komm, lass mal wirklich mal weiterziehen jetzt. Jetzt ärgere ich mich. Wollten wir nicht durch den Tunnel eigentlich laufen? Hatte ich irgendwie in Erinnerung. War mal der Plan und dann seid ihr umgedreht wegen dem Vault. Ach so, ja stimmt. Und dann sind wir, haben wir unsere Pläne vergessen. Aber dann, ja, kannst du, dann kannst du dir mein Evo holen, Gero. Das liegt doch hier. Nein, das will ich nicht. Da, bitte sehr. Nee, komm, ich nehme das Evo, kriegst das Goldene. Gönn dir. Nee, gönn dir. Ich will eh lieber das Evo, ich will es auf Rot spielen. Ich hab mir gerade meins schön gecraftet. Ich brauchte nur noch 25 Schaden. Das Goldene hat seinen Charme verloren, finde ich. Ja, total. Jetzt, wo es nur noch 3 hat, irgendwie, weiß ich nicht. Er scheint mir so ein bisschen, ja, nicht nutzlos, aber ach, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, Freunde. Das Goldene hat echt seinen Charme verloren. Spiele ich lieber das Rote. It's cool, Level 2. Mm. Yeah, man. Habt ihr da eine 301 rumfliegen? Ja, da drüben lag eine 301. Im Tunnel lagen zwei 301. Nein, fick mein Leben. Ich bin aber auch, ich bin total verwirrt heute, Alter. Ich spiele, weiß ich nicht, ich bin durch den Wind. Alles in den Wind. Der Fingerschnitt, der war einfach auch zu viel. Ja, ja, es war einfach zu viel. Dieser kleine Schnitt an meiner Hand, der hat mich aus dem Konzept gebracht. Da denkt man nochmal über das Leben nach. Ja, ja, da ist das ganze Leben an mir vorbeigezogen, als ich mir in die Hand geschnitten habe. diese Japaner einfach. Wenn man mit ihrem verrückten Stahl. Wenn man das Leben auf der Messerschneide genießt. Ja. Ich tanze auf dem Vulkan. Man hat halt nur eins Leben. Schwer ein Leben am Limit. Mann, wo sind denn die Gegner? Was sind das denn für Games? Ich check das nicht. Entweder kommen viel zu viele Gegner oder es kommen gar keiner. Wir haben nichts getroffen, das Game über, oder? Nichts, gar nichts. Ich will jetzt kämpfen. So, Ringkante vielleicht. Hast du das Ding bestellt? Ja. Yo, nehme ich. Ach Mann! Das blöde stinkende Goldschild. Na gut, dann nehme ich das scheiß Goldschild. Das ist echt, keiner das Goldschild nehmen will. Nein, ich will das Goldene nicht, das ist kacke. Ich kann zwei Striche mit einer Batterie. Ah, ich habe meine Optics irgendwo verloren. Mann, das ist doch zum Mäusemelken, das Game. Wingman. Wingman hier! Ich will, ich bin nur diese komischen Mats am Farmen, ey. Ja. Wir bringen dir noch nicht mal mehr irgendwas. Das ist hier Fortnite 2, ey. Ja. Bald kann man bauen. Nächste Season in Apex. Oh mein Gott, hör auf. Hör auf. Was machen wir jetzt hier? Lass mal weiter, oder? Ja, lass ein bisschen chillen. Lass ein bisschen Kaffee trinken. Oder? Ja, nächste Woche kommt auch Rettet die Welt-Modus hier im Apex mit rein. Ja. Ich finde das sogar, ich würde sogar feiern. Ja, war ja schon ein bisschen mit diesem PvE-Quest. Letzte Season war es ja schon so, ne? Ja, jetzt sei mal ehrlich, die Quest war mir. Ah, die Quest war ein absoluter Reinfall. Die Quest war Tonne. Ich kann das, wie geht's dir? Tonne hoch 3. Also, das war wirklich. Ich habe die ersten zwei gemacht, dann hatte ich keinen Bock mehr. Die waren an sich ja, coole Idee an sich. Aber die schreiben in die, damals Season 5 zur Beschreibung: PvE-Modus, bababab. Was ein PvE-Modus für mich ist. Ist Wellen von Gegnern und du stehst da mit deinem Squad und überlebst. Ja. Was kommt? So eine Quest. 3 Monster töten, das war's. Totale Zeitverschwendung. Da oben ist was. Die Belohnung war dann so ein stinkender Flatland-Skin, der beschissener aussieht als jeder Purple-Skin. Da unten ist übelst Action. Ich komme. Mit Finishen. Toshibe. Ach Mann, ich spiele doch Krypto. Ich hätte auch mal. Ich schick mal die Drohne los mit EMP. Halt mir kurz mal den Rücken frei. Oh, da kommt noch ein EMP. Ich hau auch einen raus. Das waren 2 EMPs. Da hat keiner mehr Schild. Runter geht's. Gar nichts mehr. Runter geht's.
Ich komme von der anderen Treppenseite. Oh, hier steht ein MG auch. Hier unten höre ich noch Schritte. Hier kommt jemand rein. Jo. Auf dem Dach. Einer ist aufs Dach geklettert. Ich kletter dem hinterher. Ich bin auf dem Treppenländer. Ja. Ich push die von hinten. Oh ja, hier sind sie. Vor mir. Einer cracked. Ja, ja. Einer genockt. Ich komm. Ich muss kurz heilen. Ich zieh einen Phoenix. Einer ist low. Oh, einer ist genockt. Yo, stark, Freunde, stark. Huh. Da kommt noch was. Ach was, da kommt nichts mehr. Ne? Warst du das? Nee, ich hab auch was gehört, Alter. Nee, das war Spaß, dass da nichts kommt. Ich wünsche mir, dass nichts kommt. Das bedeutet aber nicht, dass es so ist. Schön, ne Peasy. Ja, ich höre irgendwo Schritte. Ich schick meine Drohnen nochmal los. Wir sind im Ring, oder? Gero, kannst du mir den Rücken kurz verhalten, während ich in der Drohne bin? Nein. Ich loote. Na klar. Bist du das hier? Ja, zeig mir den Namen nicht an. Turbocharger? Ah, ich bleib bei meinem Loadout so, wie es ist. Okay, ich sehe bei uns keinen mehr. Ich flieg mal ein Stückchen weiter vor. Hier vorne kommt ein Packen runter, ich flieg mal hin. Ist nicht aufgemacht worden. Oh, wenn da jetzt noch eine Kraber drin ist. Das ist der Todesloot, ey. Oh, lass mal rüber, ich will die Kraber. Komme. Ich flieg mit dem Ballon dahin. Mit dem Ballon zum Packen, Freunde. 100%ig kommt was vom Hügel runter, Alter. 100%ig krieg ich da jetzt den Kraber raus und mach den Höllen-Headshot damit. Komm, mach auf, mach auf. Oh, eine 99! Oh, geil! Mach mal den Hügel hoch, oder? Jetzt geht's los. Geil, Alter! Ja. 99 Action. Hinter uns, das geht ab, und hinter uns. Schüsse? Champion raus. Boah, jetzt habe ich Bock. Ich kann mit der Drohne scouten, wenn ihr bei mir bleibt und nicht so weit vorrennt. Drohne ist raus. Da sind Gegner, oder? Nee. Wo? Nee, der ist nicht aufgemacht worden. Das ist einfach nur. Ist ja so eine scheiß. Keine Ahnung, wie die heißen. So ein Crafting-Ding, was da runterkam. Ich höre was. Hier, Gegner, komm den Berg hoch. Komm runter, 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 wir pushen die. Jo. Ich komm mit der Nant hinein, Freunde. Haltet durch. Ich bin noch zu weit entfernt. Lasst mir was über, bitte. Ich will mit der Nant hinein was treffen. Uey, Alter, die macht Schaden, das sage ich dir. Oh, wenn ich jetzt noch treffen würde, dann wäre es effektiv. Der eine hat ein goldenes hinten. Oh, das war das goldene. Da ist noch eine Wolf. Zwei Squads noch. Die haben uns wahrscheinlich gehört. Lass direkt hoch. Oh, ja, Gegner. Ich muss kurz heilen. Lass heilen und so. Wo sind die? Ich hab nicht. Meine Drohne ist gleich wieder ready. Ich hab EMP. Ja, mach ruhig. Ja, ich weiß nicht, wo die sind. Da. Da hinten, okay. Nicht. Lass Highground suchen. Ja. Kein EMP? Nein. Okay, ist raus. Ist schon raus. Wir sind zu weit weg. Ja, egal, das verschafft uns Luft. Wo ist das andere Squad, Alter? Da. Nee, da sind drei Squads noch. Zwei Squads. Zwei. Ja, das meine ich, aber das sind nicht beide. Wo ist das andere von mir? Ich würde ganz gerne hier Highground. Drohne ist kaputt. Die zu pushen, wie kommt die auch nicht leicht pushen, weil die da auf diesen Teilen standen, ne? Ja, wir müssen mal nach hinten gucken, nicht, dass die von hinten gleich reinkommen. Ja, genau. Ja, wenn wir jetzt Sandwich in dieser scheiß Einenge kriegen, dann packe ich mich aber richtig ab. Wir gehen runter. Nicht runter. Nee, vergiss es. Dann haben wir doch keinen Highground mehr. Dann haben wir Disadvantage auf beiden Seiten. Ja, warte auf meine Drohne. 5 Sekunden ungefähr. Okay, jetzt 5 Sekunden. Da, bei mir. Warte auf meine Drohne. Drohne kommt. Warte einander. Hinter. Wir müssen da zusammen rein. Funk, komm mit.
Wo? Sonst nutzt die Drohne nichts. Nicht, dass wir genau hier. Dann das andere Squad in den Rücken bekommen. Ich hab richtig Schiss davor. Sind auch voll. Ein voller Squad. Nein, der pusht ihn nicht. Wir sind zu weit weg. Der Tibor ist auch nicht drin. Ich bin nicht da und das ist ein voller Squad. Ich geh zurück, ich geh zurück. Okay, Drohne ist noch drauf. Sie kommen, sie kommen, sie kommen, sie kommen. Jo. Nate hat gesessen, oder? Pushy, pushy. Oben auf dem Berg ist einer. Oh, der ist noch. Ich hab den genockt. Ich muss kurz heilen. Alter, die 99 ist so stark. Ich kack ab. Noch einer, noch einer. Down. Ein Squad noch. Alter, ist die 99 stark. Ich kack echt ab. Ich schick die Drohne nochmal los. Gebt mir Rückendeckung. Jo. Sind die Säcke? Da. Ja. Tibo raus aus der Drohne. Ja. Oh Gott. Ich muss mich heilen. Gib mir Rückendeckung. Bitte. Ich will nicht sterben. Ich bin dabei. Okay, ich heile. Wir haben eine Advantage. Man nannte ihn eins. Die machen Rampart. Ich kann das Rampart-Ding zerstören mit meiner Drohne. Bei 80% ist die Ult. Die kommen auch mit einer Drohne, die Schweine. Ja. Oh Gott, die haben die Position. Wir können es hinten umlaufen, aber wir haben nur 18 Sekunden. Ne, es sind nur 18 Sekunden, schaffen wir nicht. Ja, die haben jetzt ein bisschen. Mach das Ding kaputt. Ich hab's zerstört, das Ding. Hast du eine Drohne, ein Seil? Hast du einen Zip? Ja. Mein EMP ist fast ready. In 10 Sekunden ungefähr kann ich mit EMP engagen, dann müssen wir Gas geben. Wir müssen los. Oh, ich hab den Mac geheadet. Geil. Ich hau meine EMP direkt raus. Oh Gott, meine Drohne ist noch nicht ready. EMP kommt jetzt. EMP kommt. Incoming. Gott, der hat die Ramp-Scheißwaffe. Einer One-Shot. Einer genockt. Yes, Alter. Nice. Starke Runde. Woo, 99, Alter. Starke Waffe. Fängt der an zu rennen. Ich glaub's nicht, Alter. Oh, sehr schön. GG, Freunde. GG. Yo, GG. Schöne Runde. Gut, dass wir den einen Push so schnell ausgeführt haben. Ja, auf jeden Fall. Ich hab voll wenig Schaden gemacht. Ja, wir haben auch keine Gegner getroffen, Mann. Das waren die ersten Fights, ne? Wenn wir das eine Squad nicht gepusht hätten, dann wären uns das andere zu früh in den Rücken gekommen und dann wären wir tot gewesen. Ja,